YouTube, endlich mal wieder etwas völlig Neues hier auf dem Kanal. Und zwar geht es um Fische. Wir angeln Fische und ich weiß, eine Sache lieben alle Menschen da draußen, nämlich Fische in Verbindung mit Angeln, Meeresbiologie, Tauchen, Fische beobachten, Fische streicheln, Fische füttern, von Fischen gegessen werden. Das sind die Dinge, die eint quasi die Menschheit. Es gibt nichts Schöneres als Spiele, die irgendwas mit Angeln, Fischen und so weiter zu tun haben. Dredge heißt das Ganze, ist ein kleines Indie-Spielchen und ich habe schon eine ganze Weile auf meiner Wunschliste. Es kam Ende März raus und jetzt hier auf dem Kanal. Kommt gerne auf Twitch vorbei, denn dort könnt ihr mir eure Angeltipps in die Kommentare schreiben. Ansonsten bewerten, kommentieren. Ja, kommentieren ist auch super wichtig, denn sonst gehört die Kommentarsektion nur den Bots, ja, und wir wollen doch nicht, dass die KI gewinnt. Hallo, die Menschen sind ja wohl Nummer 1, wenn es darum geht, Kommentare zu schreiben. Ich hoffe es zumindest. Gut, legen wir los mit Dredge. Ich habe es noch nie gespielt. Ich habe nur ein, zwei Trailer gesehen und dachte mir so, yay, Angeln, immer gut. Neues Spiel, auf geht's. Spiel ist in Englisch, Text auf Deutsch. Der sieht ja aus wie ich, der Dude. Viele wissen es nicht, aber ich sehe aus wie so ein alter Fischer. Ja, so verbraucht, kaputt, bärtig, haarig. Knochen tun weh. Das ist mein Leben, Freunde. Das Morgenlicht blendet dich und du versuchst dich aufzurichten. Du liegst auf dem kalten, nassen Dock, wo du in der Nacht zuvor zusammengebrochen bist. Ja, klingt nach mir. Ein kleiner Mann bellt einer Handvoll Arbeiter, die in der Nähe gerade von Bord eines Bootes gehen, Befehle zu. Der Mann bemerkt dich. Sieht aus wie Kreis, oder? Sieht aus wie Kreis. Kreis Industries. Willkommen in Großmark. Ich muss schon sagen, dein erster Auftritt war ganz schön dramatisch. Du hast also bereits Bekanntschaft mit den zerklüfteten Felsen entlang der Bucht gemacht. Du hast den Leuchtturm nicht gesehen, ha? Huh? Er hat dich direkt angestrahlt, aber egal. Ich freue mich, dass du unser neuer Fischer noch am Leben bist. Dein Boot war total demoliert, aber ich habe deine Sachen auf eines unserer alten Boote schaffen lassen. Wir sehen uns später, dann können wir die Einzelheiten besprechen. Ja klar, der will direkt Geld, ne? Der will direkt Geld. Ich werde dich zum Fischen rausschicken. Mal sehen, ob du den Frachtraum voll bekommst und dich orientieren kannst. Und zuletzt will ich dich noch daran erinnern, bei Sonnenuntergang zurückzukehren, bevor der Nebel aufzieht. Vergiss die Zeit nicht, sonst wird es unangenehm. Großmark, so heißt das kleine Dörfchen, hier ablegen. Okay. Mit A wendig und mit D, alles klar, so eine ganz normale Steuerung. Tab drücken. Was ist das hier? Das ist meine alte Angel. Einfache Angelrute. Und ein seltsamer Motor. Mehr habe ich nicht. Einen alten, seltsamen Motor und eine einfache Angelrute. So, ich kann auch die Kamera bewegen. Alright. Oh, wow, wow, wow. Kann ich hier angeln? So, fischen mit F. Let's fish. Fischen starten. Ah, und das habe ich jetzt gefischt. Kann ich nochmal fischen? Boah, Premium-Fische, oder? Babams. Achso, das beschleunigt nur, aber nicht die Qualität der Fische. Na gut, dann Bestand niedrig. Ich angel hier so lange, bis alle Fische weggeangelt sind. Ich bin toxisch. Ich bin absolut toxisch und gefährlich für die Meere. Ich bin kein guter Mensch und genauso angel ich. Let's do it. Oh, was ist das denn hier? Kabeljau. Guck mal, das ist wie Tetris, ne? Aber die Angel kann ich nicht bewegen. Kann man den Fisch drehen? Ah, das geht. Ja, cool. Kabeljau ist genau das, was ich brauche. So, hier noch ein Bams, 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 Bams. Oh, wow, 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 wow. Wenn man sich verdrückt, dann
Nicht schön. So, warte mal. Mach mal den hier hin. Und den hier nebenhin. Und eigentlich müsste ich den so machen. Warte mal. Ordnung muss sein. Ihr kennt mich. Immer hier maximale Ordnung. Das wird wahrscheinlich auch noch richtig wichtig sein, dass man hier seinen Frachtraum pflegt. So, lassen wir es mal so. Und wir haben es leer gefischt. Yes, Baby! Was ist das Ziel des Spiels? Das werden wir jetzt gemeinsam erleben. Ich weiß, das Spiel ist jetzt schon ein Spiel. Bei den amerikanischen YouTubern war es ein Mega-Hit. Die YouTuber, die das Let's Played haben, haben sich eine Karriere aus dem Nichts geangelt. Ja, also es ist wirklich super beliebt im internationalen Raum. Aber ich weiß jetzt schon, das ist zu anspruchsvoll für den deutschen Zuseher. Weil da gibt es Texte, da muss man lesen, da muss man eine Geschichte verfolgen, da muss man zuhören. Das sind alles Eigenschaften, die der deutsche Zuseher einfach nicht mit sich bringt. Das ist leider sehr traurig und viele denken jetzt, der macht doch wieder hier Satire. Aber es ist leider so. Ne? Oh, was ist das? Habe ich jetzt hier den Special Fish bekommen? Ich wünschte, ich würde Satire machen, aber es ist leider die Realität geworden. Recht hat er, ich bin so einer. Ja, ja, hey, muss ich nicht schämen. Ich weiß, in der Welt, in der es TikTok gibt und Netflix und ganz viel Pornos, ist es total schwer, sich auf irgendwas zu konzentrieren. Ich weiß das. Es tut mir auch wirklich leid für dich. Es tut mir richtig... Oh, hier wäre noch eine Lücke. Aber wie kriege ich da noch einen rein? Eigentlich gar nicht, ne? Nur ich bin eigentlich voll. Haben wir irgend sowas wie eine Mission? Oh, Licht kann ich auch anmachen. Es wird schon wieder dunkel. So, Mr. Davenport. Ich habe alles leer gefischt. Kann ich irgendwie so ein Turbo reinhauen? Moment, was? Was war... Ah, okay. Ah. Ich bin immer noch im Tutorial. Ja gut, ich habe das jetzt schon alles gemacht. Ich bin einfach zu schlau fürs Tutorial. Warte mal, wir machen das jetzt nochmal ganz schnell hier zu Ende. Gibt es irgendwie nachts andere Fische? Nachts angeln? Oh, was? Cool, aber... Den kriege ich ja nirgendwo mehr rein. Zurückwerfen. Tschüss. Ja, geil. Ah, die Zeit läuft nur, wenn ich in Bewegung bin. Ja, guck mal hier, was es hier alles gibt. Scheinwerfer. Nebel und andere Dinge können deine Panik steigern. Reduzieren lässt sich dieser Wert durch helle Scheinwerfer und ausreichend alles. So, kann ich jetzt hier anlegen? Kann ich hier anlegen? Hier vorne war ein Symbol. Ah, mit F. Bams. Du gehst den Großmarkt an Land. Der Bürgermeister wartet in der Nähe. Ah, ich sehe, du bist wohlbehalten zurückgekehrt. Sehr gut. Bevor du in die Stadt gehst, sollten wir noch über dein Boot sprechen. Wie ich schon sagte, war dein altes Boot zu stark beschädigt, um es noch zu reparieren. Ich würde dir aber sehr gerne dieses Ersatzboot veräußern. Es könnte bald dir gehören, junger Fischersmann. Ich nehme an, dass es dir im Moment am nötigen Kleingeld fehlt, also gebe ich dir ein Darlehen. Doch ich will es dir leicht machen. So beginnt es. Das ist, wenn du mit dem Teufel den Deal eingehst. Bis deine Schuld getilgt ist, wird ein winziger Teil deiner Fischfangeinnahmen der Schuldenbegleichung dienen. Und ein kleiner Teil der Zinsen wird die Stadt Verschönerungsmaßnahmen investiert. Jetzt muss ich auch noch die Stadt schöner machen. Die ist doch schon schön genug. Also, um es noch einmal kurz zusammenzufassen, du verkaufst Fisch auf dem Markt, um deine Schulden abzustottern und die Bevölkerung so mit Nahrung zu versorgen. Kapiert? Okay. Also los jetzt und verkauf deinen Fisch, solange er noch frisch ist, du kleiner Lump. Mein Lager, Fischhändler. So. Du betrittst eine schäbige Hütte am Rand des Marktplatzes. Der allgegenwärtige Geruch von Fisch erfüllt die Luft. Fliegen umschwirren einen melancholisch wirkenden Mann, der hinter dem Tresen steht. Naja, vielleicht sehe ich eher so aus wie der Typ. Aha. Du bist also der neue Fischer, was? Überrascht mich, dass man so schnell einen Ersatz gefunden hat. Was ist mit dem anderen passiert?
Hier draußen braucht es einen bestimmten Menschenschlag. Das Leben hier ist nicht für jeden was. Kommen wir zum Geschäft, Jüngchen. Ich bezahle dich für Fisch. Je größer und frischer, desto mehr Geld gibt es. Auch sind manche Arten wertvoller als andere. Andere Städte auf anderen Inseln bezahlen dir vielleicht mehr. Aber da du hier noch Schulden hast, schlage ich vor, dass du dir erst einmal abbezahlst. Also, lass mal sehen, was du da hast. So, ich gebe dir alles, oder? Ich meine, why not? Bitteschön. So, sind wir durch. Der Bürgermeister steht vor dem Geschäft des Fischhändlers. Hervorragende Arbeit. Ich habe keinen Zweifel daran, dass du dieser Stadt von Nutzen sein wirst. Sieh mal, das habe ich unten bei den Docks gefunden. Ich bin sicher, jemand wie du weiß, was man damit anfängt. Warum nimmst du es nicht mit? Forschungsteil. Ein seltsam aussehendes Ding. Könnte zur Entwicklung neuer Ausrüstung dienen, müsste aber zuerst am Dock untersucht werden. Ja gut, nehme ich. Gratis ist immer meins. LOL LP, dankeschön. Oh, noch eine Sache. Unsere Schiffsbauerin erwähnte, dass sie an deinem Boot einige vorteilhafte Umbauten vornehmen könnte. Schau doch mal bei ihr vorbei. Alright, wo ist denn die Forschung? Hier kann ich dann... Flexiblere Angelroute. Ja, geil. Motoren. Ach, guck mal hier, da geht ja einiges. Körbe, Netze kommt auch noch dazu. Ey, das, glaube ich, wird ein richtig gutes Spiel, Freunde. Nur leider... Wieder, wie gesagt, verkannt. Leute, verkannt. Schiffsbauerin. Als du die Werft betrittst, siehst du die Schiffsbauerin, die gerade einen kaputten Rumpf repariert. Sie sieht kurz zu dir hoch und wendet sich dann wieder ihrer Arbeit zu. Ha, du musst der neue Fischer sein. Ich kann an deinem Boot in der Werft einige Umbauten vornehmen. Allerdings mache ich das nicht aus Nächstenliebe. Bezahlt wird im Voraus. Und jede dieser Arbeiten benötigt Zeit. Und sollte es Schäden am Boot geben, wegen der Felsen oder warum auch immer, ich kann das wieder flicken. Meistens. Sie zuckt mit den Schultern und weist auf den Rumpf, den sie gerade repariert. Etliche der Planken sind zersplittert und zerkratzt, obwohl sie weit über der Wasserlinie liegen. Sieh dich ruhig um, aber denk daran, je größer das Ausrüstungsteil, desto länger dauert der Einbau. Also plane sorgfältig. Psst, hey. Okay, das ist interesting. Danny Fuse. Für eine neue Angelschnur. Wow. Dankeschön. Und MacBest40 haut auch noch ein Supper-Ruini raus. Einfacher Skimmer. Also ich habe hier so eine einfache Angelroute. Und der hier. Fanggeschwindigkeit 10%. Fanggeschwindigkeit 35%. Einbaudauer 2 Stunden. Ja, mein Ding ist ja deutlich geiler. Kaputt ist auch nix. Was ist, wenn ich mir zwei Motoren hole? Okay, da geht eine Menge Zeug, aber ich will sparen. Okay. Ich würde sagen, dann ruhe ich mich erstmal aus, oder? Dann werde ich mich jetzt erstmal erholen. Also ich muss erstmal meine Schulden loswerden. Aber ich glaube, nachts hat man andere Fische. Kann das sein? Oh, auch die Angelspots verändern sich. Dienstag, Tag 2. Alles ist grau, alles ist ätzend, alles ist elendig. Aber ich halte weiter durch. So, dann legen wir mal los. Oh, ich habe nicht die richtige Ausrüstung für den Fangplatz. Was brauche ich denn dafür? Dynamit? Was waren das eben gerade? Dynamitfischen? Ich hätte Bock auf Dynamitfischen. Bestand niedrig. Okay, was brauche ich denn dafür für eine Ausrüstung? Oh, da hinten ist irgendwas, eine Flasche. Alter, was ist das denn? Sind das Haie? Aber die kann ich wahrscheinlich auch nicht angeln, ne? Mit meiner Billo-Angel? Nee. Ozeanisch. Okay, ich brauche unbedingt... Ich brauche unbedingt neue Ausrüstung.
Ey, fürs Dynamitfischen bin ich mir im Moment nicht zu fein. Immerhin habe ich Schulden. Okay, ich habe irgendwas der Kajüte hinzugefügt. Die Kajüte, was hat die denn? Nachrichten. Es ist der Morgen des zweiten Tages unserer Flitterwochen und unser erster richtiger Urlaubstag. Heute wollen wir um die Insel... und zu den Buchten auf der Rückseite von Großmarkt segeln. Ich liebe diese Felsen, ihre Farbenpracht und Struktur. Außerdem fängt man in diesen Flachgewässern nicht viel. Also kann ich sicher sein, dass er die Hand am Steuer lässt, statt zu angeln. Er hat das Boot letzte Nacht umbenannt in Juli. Mit einer feierlichen Taufzeremonie und allem drum und dran. Er hat das ernst genommen, ernster genommen als ich, als, was? Er hat das ernster genommen als die Hochzeit. Wahrscheinlich ist es wichtiger, alles korrekt durchzuführen, wenn man kein Unglück heraufbeschwören will. Er wollte alles wegwerfen, auf dem noch der alten Name stand. Aber ich habe die alte Schlüsselkette aufgehoben. Reichtum des Meeres war ein guter Name. Er hat bestimmt eine Überraschungspicknick vorbereitet. Ich kann in der Kajüte unter einer Decke einen Picknickkorb hervorluken sehen. Ich liebe es, wenn er versucht, romantisch zu sein. Ach ja. Wann bin ich jemals romantisch gewesen in meinem Leben? Als ich noch jung war und voller Energie. So, kann ich hier angeln? Hier kann ich angeln. Bams. So, hau mal rein, das Ding. Wie jetzt schon erschöpft. Was ist das hier für eine magere Beute heute? Keine gute Beute heute. Dann kommen hier wieder Kalamari. Da würde ich gerne mal wieder rein angeln. Da würde ich gerne mal wieder richtig rein angeln. Oh. Nö. Ich brauche den güldenen. Ah, oh, jetzt ist der... What? Ich treffe doch den Spot hier. Warum treffe ich den nicht? Was war das denn? Und auch schon leer? Ich habe doch eindeutig den Spot gehittet. Der war doch eindeutig gehittet, der Spot. Also der erste Tag war richtig geil von der Angelausbeute und der zweite ist katastrophal. Was ist das denn hier? Dredge, niedrig. Komme ich aber nicht ran. Ja, wir müssen mal gucken, dass wir unser Boot ein wenig verbessern. Kann ich auch nichts machen. Vielleicht brauchen wir sowas wie ein Fangnetz oder so in die Richtung, ha? Huh? Gibt es eigentlich sowas wie eine Karte? Es gibt eine Karte und die ist relativ groß. Das könnte interessant werden. Okay, jetzt wird es langsam dunkel. Ah, da hinten tümmeln sich so viele Fische. Und im Moment für mich alle komplett unzugänglich. Ach komm, das sind noch kleine Fische. Yes, da geht was. So. Bisschen Tintenfisch stieß das. Bis der Bestand komplett leer ist. Oh oh. Oh, jetzt habe ich immer eine ganz miese Sicht. Okay, ich bekomme auch noch Angst und Panik. Wow, wow. Oh mein Gott, plötzlich sind da Felsen aufgetaucht. Die waren doch bei Tag noch nicht hier. Was ist das denn? Okay, was geht hier ab? Okay, werde ich langsam paranoid? Ich glaube, nachts sollte man echt nicht angeln gehen. Aber ich glaube, irgendwie nur nachts gibt es hier die Kollegen. Ey, mir ist ein Fisch abhanden gekommen. Das gibt's ja nicht. Nein, weil die Stelle beschädigt. Ich glaube, das Spiel wird hardcore. Kann das sein? Kann es sein, dass das Spiel richtig hardcore wird? Mist. Ich habe echt einen Fisch verloren. Boah, woher? Woher kommen auf einmal diese... Oh mein Gott.
Woher kommen auf einmal diese Felsen? Ich brauche bessere Nebelscheinwerfer, aber ganz dringend. So, ich gehe zurück mit meiner Beute. Besser wird's nicht. Really, Chris? Dankeschön. Für deine ultrakranke Unterstützung. Eine gebeugte Frau kommt die Stufen des Leuchtturms herab und auf dich zu. Sie bleibt in einiger Entfernung stehen und sieht dich besorgt und sichtlich beunruhigt an. Was willst du hier? Ich bin gekommen, um zu fischen, Weib. Für deinesgleichen gibt es hier nichts mehr zu holen. Also tu dir selbst einen Gefallen und verschwinde. Sie dreht sich um und schlürft wieder den Pfad hinauf zum Leuchtturm, der zum Leuchtturm führt. Alles klar, ich muss erstmal hier wieder verkaufen. Ich habe eine Sonderbestellung reinbekommen. Wenn du sie erfüllst, kann ich dich besser als sonst bezahlen. Dann erzähl mal. Der Kunde will eine Golfflunder und einen grauen Aal. Bring sie mir einfach, wenn du sie hast. Okay. Um die zu fangen, brauchst du eine Angelausrüstung für Flachwasserfische. Die Schiffsbauerin kann dir das sicher weiterhelfen. Alles klar, ich verkaufe erstmal meinen ganzen Kram. Wir hauen alles weg. Du musst mit deinen Kräften aushalten. Nur gut ausgeruht wirst du dieser Stadt von Nutzen sein. Okay, werd's mir merken. Oh je, du siehst erschöpft aus. Du vergisst doch nicht etwas zu schlafen, oder? Ich sag's ja immer, regelmäßige Pausen sind der beste Garant für Produktivität. Ja, ich werde schlafen. Ich habe fast meine Schulden abbezahlt. Ich hustle hier mal wieder wie ein Bekloppter, wie im echten Leben. Dein Boot sieht ein bisschen ramponiert aus. Ich kann das hier reparieren, wenn du möchtest. Ich brauche erstmal hier was für Flachwasser. Was kann die hier? Küstennähe. 3 Stunden dauert der Einbau. Und 30 will sie für die Reparatur. Drei Stunden. Krass. Ja, und schon bin ich wieder pleite. Aber jetzt können wir richtig angeln. Jetzt können wir wieder richtig schön abangeln. Boys and Girls. So, jetzt weiß ich auch, wie ich da an den Stuff rankomme. Nicht mit Dynamit, sondern auch mit einer Angel. Küstennähe, let's go. Danke. Das war's schon. Ey, ein Fisch. Wie trostlos. Ein einziger Fisch. So, bin ich jetzt hier im Flachwasser? Ja. Hier gibt's eine Flachflunder. Ah, guck mal, die will doch hier der Fischhändler haben. Ja, sicher, ne? So, da gibt's ja richtig viel Flunder. Aber jetzt ist der Bestand auch schon wieder niedrig. Sollte ich sowas wie... Keine Ahnung, den... Na, da oben kriege ich eh nichts besser hin. Sollte man den Bestand eher pflegen? Also, dass man sagt, ja gut, wir angeln mal nicht alles komplett leer und weg. Sondern, ne? So, was ist das hier? Küstennähe. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir... Bam! Den goldenen geholt. Nice. Na, ich bin eigentlich schon wieder voll. Das ist ja nicht gut. Nee, ich krieg da keinen mehr rein, du. Können wir schon wieder zurück.
Ich habe ein Lager, ja, aber der Fisch bringt ja mehr, wenn er fresh ist. Fresher Fisch bringt ja deutlich mehr. Ich habe nichts davon, wenn der Fisch halt schon total abgeranzt und abgegammelt ist. So. Gehen wir mal in die Forschung rein. Ich habe erst überlegt, ob ich sparen soll, aber ich glaube... Ozeanisch. Warte mal, da kann ich jetzt eins rein investieren. Kriege ich da aber schon einen Bonus? Oder muss ich erst alles verbessern? Ja, Geschwindigkeit wäre auch gut gewesen. Geschwindigkeit wäre eigentlich auch ganz gut gewesen. So, Händler. Lass einfach hier, was du schon hast. Ich lege die Bestellung auf Eis, bis alles fertig ist. Na, guck mal, hier einen habe ich schon mal. In Ordnung. Komm zurück, wenn du alles hast. Und jetzt kommen wir zum Tagesgeschäft. Was? So, mein Tagesgeschäft war heute nicht so pralle. Aber ich gehe nochmal nachts jetzt raus. Der Bürgermeister geht schnell auf dich zu. Er scheint gut aufgelegt zu sein. Sein Schritt ist federnd. Es gibt gute Neuigkeiten. Auch dank deiner Bemühung wächst Großmark weiter. Sicher werden bald unzählige Besucher in unsere Stadt kommen. Tatsächlich habe ich zugestimmt, dass die Schiffsbauerin ihre Werkstatt erweitern darf. Das alte Trockendock ist wieder funktionsfähig. Ich habe auch ein wenig Geld investiert, um die Dienste des Fischhändlers zu verbessern. Er wird sicher bald auf dich zukommen, Junge. Arbeite auch weiterhin so gut. Wir sind froh, dass du hier bist. Ah, ich bin halt ein geiler Typ. So, jetzt bevor hier die Nacht kommt, schibbern wir nochmal ganz kurz raus und angeln, was geht. Aber man merkt, es wird schnell dunkel. Und dann kommt der Nebel. Oh, ist das der Aal, den wir suchen? Ich glaube, ja. What? Okay, das ist richtig crazy, den zu angeln. Dankeschön. Nächster. Dankeschön. Ey, als her mit den Fischen. Als her mit dem Aal. Nehme ich alles mit. Oh nein, ist schon dunkel, ne? Ich will auf keinen Fall einen Schaden. Ich fahre vorsichtig. Apropos vorsichtig, wie kann ich ihn am besten lagern? So, könnte noch ein bisschen was Breites rein. Wie die einfach aus dem Nichts kommen, ne? Wie die Felsen einfach aus dem Nichts kommen. Ich glaube, da hinten gibt es noch Fische. Die snacken wir uns. Oh, was ist das denn für einer? Oh, der ist neu. Zackenbarsch. Sei kein Arsch, fang uns einen Zackenbarsch. Felder Griller, dankeschön, Mr. Felder Griller. Okay, wo geht's nach Hause? Hier. Hier geht's heim. Ich möchte nur gucken, dass ich dabei nicht... Was? Meine Lampe geht auch noch kaputt. Verdammte Elektronik. Verdammte Elektronik. Hier geht ja wirklich alles kaputt. Ja, ich muss schlafen gehen, sonst werde ich paranoid. Fischersmann, was fehlt dir? Du siehst angegriffen aus. Setzt der Nebel dir etwa zu? Das ist hier völlig normal und nichts, worüber man sich sorgen müsste. Schlaf dich mal ordentlich aus, dann bist du morgen wieder wie neu. Dankeschön, Bürgermeister. Ja, ich habe auch Fisch für die Bestellung. Kann ich hier direkt wieder reinballern. Yes! Der Fischhändler wickelt den Fisch ein und gibt dir da ein wenig Geld. Gut, gut, gut. Damit sollte der Kunde zufrieden sein. Ich habe hier noch eine Bestellung.
Diese ist ein wenig spezieller. Gewünscht werden ein paar Kalamare und ein ganzer schwarzer Zackenbarscharsch. Heutzutage fischen nicht viele nach Kalamaren, denn diese Art ist nachtaktiv. Du weißt ja, was nachts hier los ist, also viel Glück. Ja, ich hab was. Und zwar habe ich den Zackenbarscharsch. Bitte. Aber leider habe ich keinen Tintenfisch für dich. So, Tagesgeschäft. Ich verkaufe es dir immer frisch und fettig, mein Freund. So wie du es magst. Das ist das Trockendock. Hier können wir dein Boot ein paar prägnante Verbesserungen verpassen. Ich spreche von mehr Platz, mehr Befestigungspunkte für Ausrüstung und sogar einem besseren Rumpf. Für dieses Projekt brauchen wir einen ordentlichen Vorrat an Materialien. Bauholz, Metallschrott, solche Sachen eben. An der Küste findet man jede Menge gutes Material. Vor allem die Schiffswracks sind eine Goldgrube. Ich bin sicher, du findest einen Weg, etwas zu besorgen. Materialien für Verbesserungen werden hier gelagert. Mach dir also keine Sorgen, wenn du erstmal nur die Hälfte hast. Eppenbauer, Dankeschön. Gut, und ich hoffe dir auch. So, habe ich denn überhaupt irgendwas? Netze. Angelplätze. Besseres Licht. Ich habe gar nichts, Darling. Okay, habe ich nicht. Neuer Rumpf, ja geil. Motorplätze. Mehr Licht. Okay, habe ich nichts. Jetzt erstmal pennen gehen. Ich brauche Geld. I need money. Moment mal, warum ist mein Auge immer noch total geschwollen und rot? Bin ich immer noch auf einem fiesen Trip? Bin ich immer noch auf so einem fiesen Paranoia-Trip? Das wäre gar nicht gut. Random. Hello, was geht? Ich muss sagen, der ist relativ unangenehm zu angeln, der Fisch hier. Aber ich glaube, der gibt ganz gut Geld. Psst, hey. So. Der Goldene. Nice. Schoko, Dankeschön. Für die Unterstützung. Dankeschön. So, was haben wir hier? Flachlandflunder. Ich bin schon wieder voll. Ich brauche unbedingt mehr Platz in meinem Boot. Warte mal. Ah, ich krieg schon wieder keine mehr rein, ne? Obwohl, doch. Nee. Doch, eine geht noch. Eine kann der gute Mann noch angeln. Dann ist er schon wieder voll. Eine kann ich noch angeln, du. Ich brauche ein schnelleres Boot. Bis jetzt habe ich ja gar kein Turbo. Ich habe gar nichts, was mir irgendwie ein bisschen Geschwindigkeit in die alte Nussschale peitscht. So. Dann legen wir mal an und gucken mal, was wir hier alles an Geld haben. Ich habe dieses Buch hier gefunden. Es könnte dir nützen. Der Fischhändler greift unter den Tresen und zieht ein feuchtes, zerfledertes Buch hervor, auf dem
Ein Band kleben ein paar glänzende Fischschuppen. Gut, jetzt habe ich irgendein Buch bekommen, okay. Erstmal brauchst du hier meine Beute, Fischersmann. So. Was für ein Buch habe ich jetzt bekommen? Kajüte, Mission. Ja, ich brauche hier noch ein bisschen Kabeljau. Bürgermeister. Genau dich wollte ich hier sehen. Fährst du zufällig nach Osten Richtung Kleinmark? Könntest du den Dockarbeitern dort bitte dieses Paket zustellen? Okay, ja, kann ich machen. Der Bürgermeister übergibt dir ein kleines, feuchtes, zusammengeschnürtes Paket. Es tropft ein wenig. Der Dockarbeiter wird dich bei Lieferung bezahlen. Bitte beeil dich, ich will nicht, dass es verdirbt. Vergiss nicht, dein Kompass und deine Karte zu benutzen, falls du dich verirrst. Okay, wo zum Geier ist Kleinmark? Weiß ich nicht, habe ich noch nicht entdeckt. Wahrscheinlich hier drüben. Gut, ich zieh los. Bevor es zu dunkel wird und ich wieder zu müde und zu kaputt bin. Dann let's go. Unterwegs kann ich ja noch ein bisschen was angeln. Da vorne ist ja was, aber... Oh, also, ich glaube, wir sind noch nicht dazu gemacht, so wirklich weit raus zu fahren. Denn wir haben einfach noch nicht die Ausrüstung dafür. Ah, guck mal hier. Schnell noch den hier mitnehmen. Brauche ich für die Mission. Aber ich mache ganz gut Geld, muss man fairerweise sagen. Und die Nachtfische sind auch ordentlich was wert. So, ist das Kleinmark? Ich hoffe, ich habe keine Ahnung, wo das sonst sein soll. Ist das eine Lieferung? Oh, mal sehen. Er reißt ein kleines Loch ins Papier und blinzelt hinein. Er scheint das Päckchen vor deinem Blick abschirmen zu wollen. Ja, ja, ist schön frisch, eignet sich bestens. Und ich soll dich jetzt wohl bezahlen, was? Er gibt dir ein wenig Geld. Oh, 25. Ich habe diese alte Schwarte vor ein paar Wochen bekommen, konnte damit aber nichts anfangen. Dir wird sie sicher mehr nützen. Nachhaltiges Fischen der Kajüte hinzugefügt. Er zieht ein zerknautschtes Buch aus seiner Gesäßtasche und reicht es dir. Einige der Seiten sind zerknickt. Bewahre sie in der Kajüte auf, vielleicht kannst du es auf See lesen. Komm gerne auch mal zum Plaudern hierher. Ich weiß, wie einsam es sein kann. Händler. Ach, guck mal hier, hier kannst du auch verkaufen. Du betrittst ein hell erleuchtetes Geschäft. Es ist vollgestopft mit Antiquitäten. In den Regalen lagern Schmuckstücke und anderen Tant. Ein alter Mann sieht dich über den Rand seiner Brille hinweg an. Ah, hallo. Ist das... Nein. Wir haben uns wohl noch nicht kennengelernt. Verzeih mir, meine Augen sind nicht mehr die besten. Ich habe mich auf Antiquitäten und Schmuck spezialisiert. Ich kaufe alle besonderen Schmuckstücke, die du mir bringst. Hast du heute vielleicht etwas Schönes für mich? Nee, sorry, Alter. Ich habe nichts für dich. Ich habe nichts für dich, aber ich glaube, ich gehe hier pennen. Kein Bock jetzt da durch die Hölle zu schwimmen. Schoko, dankeschön. Und The Master Gamer, dankeschön für die Bits. Die munden mir sehr gut. Die schmecken zart auf der Zunge. Was gibt's denn hier? Neuer Fisch? Oh, geil. Uff. Oh, der ist aber groß, du. Dieses Tetris-Menü. Aber finde ich irgendwie nice. Hat was. Ich sag ja, ich brauche unbedingt... brauche unbedingt mehr Platz hier, du. Da kann ich schon wieder zurück. Stachelrochen geangelt. Schoko, dankeschön für den Gifted. Muchas gracias. Dankeschön.
So. Na, vor der Küste gibt es immer ein bisschen was zu snacken, aber der Frachtraum, der platzt aus allen Nähten. Deswegen erstmal wieder zurück. Ich hoffe, dass wir demnächst Upgrades bekommen, die uns was bringen. So, legen wir mal an. Was gibt's eigentlich hier Cooles? Ein weiterer Motor. Netz wäre eigentlich auch geil. Flachwasser und Flachwasser. Wann bekommt denn die mal neue Ware rein? Ja. Ich habe die Fische für deine Bestellung, mein Freund. So, was bekomme ich? 73? Ich hätte nicht gedacht, dass du das schaffst. Nachts zu fischen ist schwierig. Ich wollte eine neue Geschäftsidee mit dir diskutieren. Es geht dabei um Krabbenkörbe. Ich habe hier tatsächlich einen für dich. Er ist ein bisschen verbeult, aber du könntest ihn bei der Schiffsbauerin reparieren lassen. Okay. Sollte unkompliziert sein. Wirf das Ding auf See einfach irgendwo aus und nach 1 bis 2 Tagen siehst du nach, ob du was gefangen hast. Ich habe da einen Kunden, der möchte eine Winkerkrabbe und eine gemeine Strandkrabbe. Beide Arten findet man hier in der Gegend. Übernimm dich nicht. Kehr vor allem um, wenn die Sonne untergeht. Besser mit kleiner Ausbeute zurückkehren als gar nicht. Okay. 100 will er dafür. Für so einen Krabbenkorb. Na gut. Schon bin ich wieder pleite. Alter, danke schön für die Spende. Sehr, sehr großzügig, der Herr. Ach so, das war das mit den Materialien. Ja, 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 ich habe keine Materialien, Darling. Ich wollte hier hin. Deine Ausrüstung könnte eine Wartung vertragen. Wir können das hier reparieren. Okay, alles reparieren. Swams. So, also die Dinger schmeiße ich einfach so über Bord und gut ist. Da kann ich hier schon eine... Guck mal. Ah. Jo, ich habe ihn ausgewählt. Ach so, und jetzt schmeißt er ihn raus. Ah, cool. Na gut, hau raus die Dinger. Und wir gehen weiter angeln. Figgis, dankeschön. Willkommen im besten Stream Deutschlands, sagen einige. Böse Menschen sagen sowas. Gute Menschen sagen Schmutzstream. Aber böse Menschen finden den Stream hier ganz gut. Na, die Dinger sind leider nicht so viel wert, ne? Plopp. Plopp. Was ist das denn hier für einer? Vergammelte Schuppen und hervorstehende Augen. Was für ein Anblick. Alter, ich habe irgendwie so einen mutanten, hässlichen Fisch geholt. Geil, Mann. Ein ugly Fisch. Ihr wisst alle, ne? Also, wenn man angelt, hässliche Mutanten sind immer am geilsten. Es gibt nichts Geileres, als so einen total mutierten, hässlichen Fisch zu angeln. Das ist so ein schönes Gefühl, wenn man so einen Mutanten im Netz hat. Oder an der Angel. Das ist das Beste überhaupt. Mutantenfische angeln. Geil. Hier geht nicht, weil hier brauchen wir ozeanisch, was die Angel angeht. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier drüben dann auch ozeanisch benötigen. Oder können wir hier angeln? Was gibt's hier? Ne, hier können wir angeln. Wow. Mist. Oh, ne, er ist weg. Oh, come on. Ey. Brutal. Das ist alles nur für einen Fisch. Okay, ich brauche unbedingt... Ich brauche Licht. Nebelhorn. Jetzt kommt gleich ein Geisterschiff und batscht mich weg.
Eppenbauer, ja, dann bin ich halt eben böse, was soll's. Schöner Stream, bin zwar sehr selten da, aber ich kenne dich seit The Darkness 2. Oh, wow. Dankeschön für deine Unterstützung und das ist eine Zeit, mein Freund. 20 Jahre ist es her, ne? 20 Jahre ist es her. So. Hier ist wahrscheinlich noch nichts drin, oder? Prüfen. Nö. Hier ist noch nichts drin. Oh, nee. Oh, was? Nein. Oh, nein. Das Spiel hasst mich doch, oder? Alter, leck mich. Mein Krüppelfisch ist weg. Was? Hä? Infiziert? What? Mein Krüppelfisch. Alter Einstein. Solltest du je auf die Jagd nach besonderen Arten gehen, konsultiere deine Enzyklopädie. Dort findest du alle nötigen Informationen. Oh nein, wenn die infiziert sind, sind die weniger wert. Das tut weh. I'm rich, Mother F. Ich hol mir noch eine von denen. So, ich penne jetzt eine Runde. Dann gehen wir hier hin. Reparieren nochmal alles. Ich hole mir noch einen Motor dazu. Bam, 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 bam. Motor ist dran. Ich hoffe, jetzt bin ich ein bisschen schneller mit Doppelmotor. Yes, das lohnt sich schon mal. Eine Krabbe. Gehen die Netze kaputt? Das ist jetzt die Big Question. Weil das wäre richtig mies, wenn die kaputt gehen würden. Noch eine Krabbe. So, da haue ich hier nämlich noch einen weiteren raus. Plopp. Boah, da hinten ist irgendwas Großes, aber ich wette, das kann ich halt auch nicht angeln, bis ich nicht eine bessere Angel habe. Die Frage ist halt, was müssen wir tun, um an die bessere Angel zu kommen? Ja, das ist jetzt die große Frage. Gemeine Strandkrabbe. Was muss ich tun, um an die bessere Angel zu kommen? Komm, gib mir nochmal so einen Mutantenfisch. Danny braucht einen Mutantenfisch. Daddy braucht einen großen, fetten Mutantenfisch. Ah, den haben wir schon ein paar Mal gehabt. Nichts Besonderes. Mal sehen, ob wir da hinten noch angeln können. Okay, die Netze gehen kaputt. Das ist natürlich schade. Aber so ist das eben. Ich bräuchte halt einen größeren Frachtraum. Das wäre halt mal richtig geil. Komm schon, Mutantenfisch! Und wir bräuchten mal ein bisschen Meeresschrott. Das ist im Moment halt auch ziemlich, ziemlich selten. What? Ich dachte, hier würde irgendwas blubbern. Ich dachte, hier wären Fische. Ich dachte, hier wären ein paar coole Blubberfische. Aber leider nein. Oh nein, oh nein. Geht schon los. Werd ich schon paranoid. Ist halt die Frage, also wenn die kaputt gehen, sammle ich sie ein, bringe sie wahrscheinlich dann wieder der Lady und die repariert die dann für mich. Man kann natürlich irgendwie noch viel fettere Fische angeln. Ja, ja. Ich weiß, sie kann es reparieren.
So. Ich komme zurück, wenn ich den Rest habe. Und jetzt verkaufe ich den ganzen anderen Quark hier. Dann ruhe ich mich eine Runde aus. Und dann schaue ich mal, ob ich dann auch irgendwas catchedoodlen kann. Man weiß nie, wann man den nächsten Mutantenfisch bekommt. Deswegen immer angeln. Oh, yes! Genau dich habe ich gebraucht. Boah, noch eine. Geil. Zwei von denen. Zwei von denen. Boys schon wieder. Ja, weißt du was, da können wir eigentlich schon wieder zurück. Vorhin hatte ich einmal so ein Strandgut und ich finde kein Strandgut mehr. Ich hätte gerne nochmal Strandgut. Ich finde einfach kein Strandgut mehr. Chat. So. Ich habe die Krabbe. Ja, ich weiß, wenn die Dinger kaputt gehen, müssen sie repariert werden. Das ist mir durchaus bewusst, mein Freund. Die sollten reichen. Schön, dass du mit dem alten Korb was anfangen konntest. Du kannst ja auch noch mehr davon kaufen oder beschädigte Exemplare in der Werft reparieren lassen. Da ist noch etwas, was ich... Nein, vergiss es. Okay, alter Mann. Ziemlich weird, aber okay. Aber ich kann das ausbauen. Kann ich das hier auch? Ah, cool. Ich kann das hier so ein bisschen runter machen. Boah, da gehen aber jedes Mal 3 Stunden vorbei. Das ist ja ätzend. Aber so ist, glaube ich, ein bisschen besser positioniert. So, reparieren wir meine Körbe. Schmeißen wir die Dinger noch ins Meer. Und dann gehen wir mal wirklich auf Entdeckungstour und gucken mal, dass wir zu einer anderen Stadt kommen. Putz. Boah, hier ist eine richtige Tiefe. Hauen das mal raus und gehen mal hier drüben hin. Oh, ozeanisch. Ich will endlich mal hier so einen Wal fischen. Ich will mal hier so einen Wal fischen. Oh, komm schon, komm schon. Ah, keine Mutantenmissgeburt, aber wenigstens ein besonderer. Das war's schon wieder. Aber ich habe einen besonderen rausgeholt. Da kann man nicht motzen. Man hier anlegen. Mein Lager, verfallenes Anwesen, Werkstatt. Die Werkstatt sieht aus, als wäre sie schon seit Jahrzehnten nicht mehr benutzt worden. Hinein. Ist abgesperrt. Ja, super. Die Tür ist verschlossen. Toll. Dann geht hier ja gar nichts. Ich dachte schon, wir gehen auf große Entdeckungstour, aber nüchts, Alter, nüchts. Pfälzer, was geht ab? Du hier beim Gesocks und Pöbel. Als elitärer Twitch-Streamer. Ich mag den Fisch. Kann man irgendwie gut positionieren. Finde ich irgendwie geil. Jo, gib her. Den einen muss ich ja dann schon wieder reparieren.
Was gibt's hier? Lecker, lecker Aal. Ja, machen wir mal so rein. Das war's schon. Oh Gott. Wisst ihr noch damals? Oh, was denn das? Warum funkelt das so? Ah, ich habe wieder so einen hässlichen Stinker. Der alte hässliche, ich habe ihn wieder geangelt. The old ugly. Nice. Der alte hässliche. Da ist er mir einfach mal wieder ins Netz gesprungen, nachdem er abgehauen ist. So, ich hoffe, der bringt jetzt aber auch super viel Geld. Was willst du heute? Du übergibst dem Fischhändler den grotesken Fisch. Er grinst, hält sich den Fisch dann direkt vors Gesicht und nimmt einen tiefen Atemzug. Das ist genau die Art von Kreatur, die mir den Tag versüßt. Ich frage mich. Er lässt seine Finger über den Fisch gleiten, als wollte er etwas ertasten. Er drückt auf einer Seite hinein und etwas zeichnet sich unter den sich aufwölbenden Schuppen ab. Er schneidet den Fisch auf. Aus seinem Magen zieht er ein kleines Stückchen Stoff, das er auf dem Tresen vor sich ausbreitet. Es ist eine zart gemusterte Tasche. Es ist ein zart gemustertes Taschentuch. Also, so etwas ist mir ja noch nie untergekommen. Ich überlasse dir dieses Ding. Und den Fisch bezahle ich dir natürlich. Ist nicht der erste entstellte Fisch, den ich hier sehe. Ich bin sicher, du findest bald noch mehr davon. Und ich würde dich gut dafür bezahlen. Ein einst schönes Taschentuch, das man aus dem Inneren eines grotesken Fisches gezogen hat, verziert mit zarten, purpurroten Stickereien. Cool. Lagern wir mal. Wie jetzt zum Lager. Geht nicht. So, ich verkaufe erstmal hier die Beute. Gut. Ein Mann blickt dich durch das Fenster deiner Kajüte an. Sein Gesicht liegt im Schatten. Ich weiß, was du dem Fischhändler gebracht hast, Junge. Und damit wir uns richtig verstehen, ich weiß auch, was er dem Fisch aus dem Bauch gezogen hat. Ich muss mir das ansehen, aber nicht hier. Triff mich auf der Schwarzfelsinsel. Verlass dafür die Bucht und fahre dann Richtung Süden. Ich habe dir ein Angebot zu machen. Ich werde warten. Okay, mysteriös. So, ich muss reparieren. Ich muss pennen. Skjor, guten Tag. Du hier? Als edler Zuseher beim Mittagspöbel, faszinierend. Absolut faszinierend. Oh, nice. So, dann hau ich hier mal wieder das Ding raus. Plop. So, eine normale Stinkekrabbe. Gib her das Ding. Wo finde ich denn diese Insel? Ach, das ist die da vorne. Alright. Oh, ich brauche ein Fangnetz. Können wir schon ein Fangnetz holen? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, bis jetzt hatte ich auch noch nicht die Option, Fangnetz zu kaufen. Aber ich kann auch falsch liegen. So, hier wieder der Standardfisch. Bams. 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 Alright.
Was ist das denn? Der Stein summt leise und lässt die dich umgebende Luft vibrieren. Auf seiner Oberfläche flackern zarte Formen, die verschwinden, sobald du sie näher betrachtest. Klar, touchen wir den Stein an. Der kalte Stein reagiert nicht auf deine Berührung. Okay. Immer den Stein anfassen. Ha, kriegen wir davon noch einen rein? Schwierig. Nee. Nee, egal wie man es dreht und macht und tut. Doch, einer würde noch gehen. Aber jetzt sind wir halt prall. Oh, oh mein Gott, ich habe einen hässlichen. Jetzt neige ich nochmal zurückzugehen. Ich meine, für so einen hässlichen gibt es wieder bestimmt irgendwas Geiles. Ich habe einen hässlichen Fisch geangelt. Bitte, informieren Sie die Nachrichten. Ich besitze nun endlich einen hässlichen Fisch wieder. Geil, Mann. Mal sehen, was der Händler da oben sagt. Der wird sich doch bestimmt einen Ast wegfreuen für meinen Ugly Fisch. Das ist richtig geil, Freunde. Fischhändler. Ich habe eine letzte Bitte. Wie du gesehen hast, können einige Fischarten hier seltsame Deformationen ausbilden. Was denkst du? Was mit einem Menschen geschieht, der das Fleisch dieses Fisches verzehrt. Man wird verrückt. Nun, wahrscheinlich. Aber ich will sicher sein, bring mir einen mutierten Fisch irgendein. Aber das muss unter uns bleiben. Konntest du einen dieser Mutanten fangen? Jep. Vergiss nicht, jeder der diese anormalen Fische ist geeignet. Ich glaube, sie sind letztlich alle gleich. Na, aber solange du mir Geld gibst, alles cool. Der Fischhändler nimmt den mutierten Fisch von dir entgegen. Er presst ihn gegen die Brust und drückt das schleimige Ding fest zusammen. Ja, der sollte sich gut eignen. Hier dein Lohn. Oh, wow, ich krieg zwei Upgrade-Dinger. Hot. Hm, hörst du das? Es klingt wie leises Gewisper. Du lauschst. Stille. In der Stille des Raumes beginnt die Hand des Fischhändlers zu zittern. Sein Gesicht verzerrt sich vor Angst. Bitte, verkauf, was nötig ist und dann geh. Ich muss mich um diese Kreatur kümmern. Schnell jetzt. Alter, zwei Upgrades bekommen. Ja, leck mich doch am Bibelech. Die Tür des Fischhändlers knallt hinter dir zu. Du hörst, wie ein großer Metallriegel vorgeschoben wird. Wow. Hast du zufällig ein Fangnetz, Darling? Nee, hat sie nicht, ne? Hm. Forschung. Angeln. Oh, geil. Das brauche ich. Was hier alles geht. Aha. Aber ich würde auch gerne meinen Motor verbessern. Ja, komm, wir gehen auch einmal auf Motor. So, hauen wir uns hin, pennen erstmal ein bisschen weg und dann machen wir die Quest mit diesem komischen, dubiosen Dude, der den Schnipsel will. Der Schnipselmann. Der Korb ist auch so gut wie durch. Aber jetzt müsste ich eigentlich auch ozeanische Fische angeln können. Das müsste jetzt eigentlich rein theoretisch gehen.
So, ein bisschen Kleinvieh. Und da ist jetzt was Großes. Ozeanisch. Ach, dafür brauche ich ja noch mal eine Angel. Hat sich das nicht gelohnt? Na gut, reden wir mal erstmal mit dem Kollegen da hinten. Dann schauen wir weiter. Verfallenes Anwesen. Der Mann steht in der Tür und wartet auf dich. In einer Hand hält er ein altes Buch. Der Einband ist purpurfarben. Die Bänder sind silbern. Du bist gekommen. Gut. Ich will mich vorstellen. Ich bin Sammler. Ich sammle viele Dinge. Kunst, Artefakte, Schätze und Wahrheiten. Und Kurioses. Das seltsame Begehrlichkeiten zu erwecken vermag. Und du hast da etwas, was mich interessiert. Du gibst das Taschentuch dem Sammler. Er hält es ins flackernde Licht und betrachtet es genau. Dieses Muster. Diese Muster sind unverwechselbar. Selbst nach so langer Zeit noch. Schoko Case, Dankeschön für 5 Euro. Dieses Taschentuch stammt von einem alten Schiff, nach dem ich gesucht habe. Es ist vor vielen Jahren gesunken. Es hatte bedeutende Dinge geladen. Sie zu bergen wird eine echte Herausforderung sein. Und hier kommst du ins Spiel. Mein Vorschlag lautet: Ich statte dein Schiff mit der nötigen Ausrüstung aus, um die Wracks und die dunklen Tiefen durchsuchen zu können. Finde diese verlorenen Relikte für mich und ich werde dich überreich belohnen. Du musst das Fischen dafür nicht aufgeben. Ich müsste mir dein Schiff nur für ein paar Stunden ausleihen, um alles Nötige einzubauen. Was meinst du? Eine hervorragende Entscheidung. Ich bereite die Ausrüstung sofort vor. Blub, blub, blub. Wir suchen nach einem Ring, einer Halskette, einer Uhr, einer Musiktruhe und einem Schlüssel. Ich würde dir empfehlen, dich in den Städten umzuhören und nach Schiffswracks und ungewöhnlichen Vorkommnissen zu fragen. Du solltest jeder Spur nachgehen. Komm zurück, sobald du etwas hast. Ach, und jetzt kann ich hier zur Werkstatt. Oh, ist immer noch abgesperrt, aber das wird wahrscheinlich dann irgendwann der Place to be sein. Oh! Gibt's doch nicht. Wo führt mich denn der Wind hin? Hier ist so ein Funkeln im Wind. Ah, ein magischer Fisch. Oder auch nur eine magische Flasche. Wieder irgendeine Geschichte für die Kajüte. Oh, da drüben ist doch was. What? Was muss ich denn... What? What? Hä? Ach so, ich verstehe. Ah, ich muss immer hoch und runter. Hm, okay, easy. Eine alte Eisenkette habe ich bekommen. Boah, ey, okay, das ist... Uff. What? Alter, das ist ja richtig knackig. Oh mein Gott. Nee, das schaffe ich nicht. Nee. Okay, das ist unmöglich. Das ist, glaube ich, im Moment für mich unmöglich. What? Oh mein Gott, was ist da hinten jetzt los? Was ist das? Was ist das? Werde ich verflucht? Was ist das? Alter, der Nebel ist so dicht, ich sehe auch nichts. Aber ich angel! Ich angel mir den Lachswund.
Okay, warte mal, geht's hier? Nee. Hier drüben ist der Leuchtturm, aber... Was? Irgendwas schlüpft in meinem Frachtraum? Oh nein! Was macht das da hinten? Seuchen? Oh, da hinten ist ein Schiff. Da hinten ist ein anderes Schiff. Das ist das erste Mal, dass ich ein anderes Schiff sehe. Was macht ihr da hinten? Angelt ihr etwa in meinem Revier? Ozeanisch. Ja, komme ich eh nicht ran. Da angelt doch jemand in meinem Revier. Was willst du? Behellige mich nicht mit so vulgären Plunder. So etwas kannst du vielleicht dem Händler in Kleinmark andrehen. Noch etwas? Nö. Dann, ich dachte, das wäre vielleicht schon was, aber gut, Entschuldigung. Ja gut, wir müssen weiter, auch wenn ich jetzt schon leicht durch mit der Welt bin. Das gibt's doch nicht! Ich muss zurück. Alter, jetzt kommen irgendwelche Vögel. Moment, haben die Vögel mir gerade eine Krabbe gemopst? Ja. Die klauen mir Kram, die Drecksviecher. Ups. Und was habe ich bekommen? Alter Goldring. Wahrscheinlich auch nicht das, was der Mann sucht. Alter, diese Drecksvögel. Ich glaube, das Spiel wird noch richtig schwer und anspruchsvoll. Aber es macht jetzt schon irgendwie Bock. Ich habe heute schreckliche Kopfschmerzen. Warst du gestern hier? Ich kann mich nicht erinnern. Was kann ich für dich tun? So, nimm mal hier den ganzen Kram. Oh. Okay. Dafür brauche ich aber mehr Platz. Reparatur. Ich habe eigentlich ganz gut Geld, aber... Ich habe davon noch gar nichts, Darling. Mama, wo ist denn hier mein Lager? Holen wir die Sachen schon mal rein. Der Bürgermeister, die Leuchtturmwächterin. Was willst du? Weißt du etwas über die Schiffswracks in der Gegend? Sie beäugt dich misstrauisch. Es gibt da diese Stelle auf der Rückseite von Großmark. Die Strömung spült viele Wracks dorthin. In manchen Nächten sieht man ein unnatürliches Leuchten, das aus den Tiefen des Wassers zu kommen scheint. Ich kann mir kaum vorstellen, was dort unten sein mag. Wenn du also das suchst, was ich glaube, dann wäre es besser, du würdest umkehren. Okay, die ist ja ganz schön bedrohlich, die Alte. Die Architektin. Du gehst auf eine Frau zu, die schweigend am Dock sitzt und ins Wasser starrt. Sie wendet sich zu dir. Wie ist es dort draußen? Es ist heikel. Auf jeden Fall besser als hier in dieser verdammten Stadt. Ich muss mal hier raus. Vielleicht komme ich dann nicht zurück. Zurückzublicken ist ein Fehler, oder? Man muss immer nach vorne schauen. Weitergehen. Ich kann nicht zurück. Sie blickt wieder gedankenverloren hinaus aufs Meer. Sag mal, wenn du ein paar Materialien auftreiben könntest, würdest du mir dann helfen, umzuziehen? Ich meine richtig umziehen. Es gibt da eine Insel, von der ich gehört habe. Stahlspitz liegt nördlich von hier.
2 Einheiten Holz und 2 Einheiten Metallschrott. Das ist alles, was ich brauche. Ich könnte mir dort draußen ein neues Haus bauen. Du dürftest mich auch besuchen. Wenn du etwas findest, dann bring die Sachen einfach nach Stahlspitz. Ich bezahle dich, wenn der Job erledigt ist. Alright. Alright, alright, alright. Ich wechsle mal hier hin. Was ist hier? Die sind durch, ne? Ah, die müssen wir auch alle einsammeln. Ui! Nein! Nein! Hätte ich eben gerade einen Magic Barsch zaubern können. So, wir müssen die wieder reparieren. Und der geht noch. Da warte ich nämlich auch mal mit. Ja, ich brauche unbedingt Materials. Ich brauche unbedingt Materials. Da hinten sehe ich welche. Mal sehen, ob wir die angeln können. Bis jetzt habe ich immer nur Schmuck bekommen. Ich will einfach nur ein bisschen Holz. Kann nicht so schwer sein. Yes, endlich mal Holz. Ach, da geht noch mehr. Ah. Geht da noch mehr? Nee. Boah, beinahe hätte ich hier wieder gegengeschallert. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Oh, ist so schwer, da noch einen unterzukriegen. Ah, drauf gepuppt. Muss eh eine Runde pennen. Schlafen wir eine Runde. Und ich muss noch mit dem Dude talken. Talk to the Dude. Trauernder Vater. Hallo, alles in Ordnung? Nun, also mein einziger Sohn ist vor einigen Jahren auf See umgekommen. Er ist immer noch irgendwo dort draußen in einem dieser Wracks, ganz alleine im eisigen Wasser. Der Mann ringt sichtlich um Fassung, doch sein ganzer Körper bebt vor Kummer. Ich habe mich gefragt... Mir ist aufgefallen, dass du dann an Bord deines Bootes ein Dreadking-Ausrüstung hast. Wenn du vielleicht einige seiner persönlichen Sachen bergen könntest, mit einem Andenken an ihn, könnte ich wohl leichter Frieden finden. Er trug eine Bronzegürtelschnalle mit einer speziellen Gravur. Ich würde sie wohl überall erkennen. Wenn du die für mich findest, stünde ich tief in deiner Schuld. Ich kann dir sonst noch... Kann ich dir sonst noch mit etwas dienen? Nee. Was der Dockarbeiter was? Ein paar haben sich um den östlichen Teil der Insel gewagt. Die dürften jetzt alle auf dem Grund des Meeres vor sich hin rotten. Die Boote dieser armen Seelen zerschellen im Nebel an den Felsen. Dort gibt es einen toten Winkel, von dem man aus dem Leuchtturm nicht mehr sehen kann. Was kann ich noch für dich tun? Ganz schön deprimierend, bra. Ganz schön deprimierend. So, ich bin full, also müssen wir zurück. Ich muss mein Boot erweitern. Ich muss mein Boot erweitern. Und das wird meine Mission. Boot erweitern.
Das wird meine heilige Mission. So. Manche Fische bevorzugen tiefere Gewässer, während andere sich lieber im Flachwasser tummeln. Wenn du nach etwas Speziellem suchst, ist es wichtig zu wissen, in welcher Tiefe du fündig wirst. Dankeschön für diese Binsenweisheit, mein Freund. So, Trockendock. Ja, ja, ja. Warte, was? Ach so. Ich kann das Holz hier rüberziehen. Verstehe. So, so funktioniert das neue Rumpf. Oh, Frachtplätze plus 4. Das wäre so edel. Ah, ich muss Schrottfischen betreiben. Ich muss ganz dringend... Geld habe ich ja erstmal genug. Ich brauche einfach nur Schrott. Ich brauche Holz und so ein Zeug. Ich will ozeanische Fische endlich angeln können. Aber davon bin ich noch ein ganzes Stück entfernt. Oh, hier ist Holz. Oder Metall. Das sieht gut aus. Das sieht doch gut aus. Ja, geil. Geht da noch mehr? Ups. Was war das denn? Wetter oder ein Wal? Boah, Blitze! Boah, ich will nicht von einem Blitz getroffen werden. Das... Was ist das denn hier für ein Schrein? Der heilige Fischschrein? Was ist das denn? Komme ich da ran? Kann man das plündern? Alles, was von diesem Boot übrig ist, ist diese morsche Hülle. Zieh den Gegenständen näher zu dir heran. Ja. Oh, yes! Alter! Ich habe den Checkpot gefunden. Und ein Upgrade. Und einen goldenen Ring. Da war doch die Rede von. Der alte Fischersmann hat auch mal ein bisschen Glück. Was ist das denn hier? Der Stein, ja, der summt. Okay, ich versuche ihn mal zu berühren. Aber nichts passiert. Es wird wahrscheinlich irgendwie noch kommen. Okay, da vorne könnte ein Special Fish sein. Ist da unten ein Boot? Alter, was habe ich denn hier? What? Ein ungewöhnlich großer und schwerer Schlüssel aus einem unbekannten Metall. Die Zähnchen dieses Schlüssels wirken lebendig und bewegen sich wie Tentakel. Ey, Cthulhus alter Hausschlüssel habe ich gefunden. Painful Life, dankeschön. Ey, wir sind hier wieder ganz kurz vor den 1600 Suppe-Doodles. Träume werden wahr, eventuell. Oh, den darf ich auf gar keinen Fall verlieren. Ich muss jetzt voll vorsichtig dadurch. Jetzt so vorsichtig wie möglich nach Hause. Ich will diesen Cthulhu-Schlüssel auf gar keinen Fall verlieren. Oh nein, die Paranoia beginnt. Oh Gott, der wird wahnsinnig. Wenn jetzt ja nicht die Nerven, mein Sohn. Boah! Nein! Okay, ich habe Metallschrott verloren. Damit kann ich leben. Was? Oh nein, da waren...
Ich habe kein Licht. Oh, ist das fies mit den Steinen. Okay. Eine Ansprache über den Leuchtturm, die brauche ich jetzt nicht. Ich bin angespannt. Bitte, bitte, bitte. Wenn ich jetzt den Schlüssel verlieren würde, ich würde so abkotzen. Oh, da war nochmal ein Stein. Ey, wie fies. Wie absolut fies. Nein, ich habe ich beide Metallschrottdinger verloren? Naja, eins habe ich gerettet, Gott sei Dank. Wow, das war unschön. Nichts, was er haben will. Naja, ja. Stoff fehlt mir jetzt noch. Unbedingt. Ich brauche unbedingt Schrott. Dringend. Ah, ich muss pennen gehen. Vergiss es. Kann er nicht nochmal raus. Der Mann ist mit den Nerven am Ende. Der muss schlafen gehen. Aber was kann ich denn mit dem Schlüssel machen? Zum alten Antiquitätenhändler da oben? Oder zum verrückten... Bubi, guten Morgen. Freut mich, dass du auch mal aufgestanden bist. So, Schiff habe ich repariert. Wir müssen mehr auf Erkundung gehen. Ich will auch mal auf die Rückseite von der Insel. Es gibt ja noch so viel. Wir sind ja ganz, ganz am Anfang erst. Aber wir sind halt auch sehr langsam. Wäre halt geil, wenn wir uns mal bei der Lady die Upgrades holen würden. Du betrittst das Haus des Sammlers. Er steht im hinteren Teil des Zimmers und hält immer noch das silberne, purpurne Buch in den Händen. Er wirkt ungeduldig. Nun, du hast schon etwas für mich, oder? Zeig es mir. Du gibst ihm den Schlüssel. Das kalte Metall hat in seinen Händen... einen seltsamen Glanz. Die Form des Schlüssels, der Bart, der Kopf sehen irgendwie verändert aus. Irgendwie kleiner. War das schon immer so? Ist das alles? Wo ist das Schloss? Der Sammler wird unruhig. Die Teile, nach denen wir gesucht haben, sind wohl weiter fortgetragen worden als angenommen. Sehr viel weiter. In diesem Fall würde ich dir gerne helfen. Er blättert ein paar Seiten in seinem Buch um und murmelt vor sich hin. Ein Lichtblitz blendet dich und du gerätst kurz ins Taumeln. Geh nun! Wir müssen noch mehr Relikte finden. Eile. Mein Gefühl sagt mir, dass die Strömung Wrackteile Richtung Südosten getragen haben könnte. Zu den Sturmklippen. Sieh dort zuerst nach. Ich markiere eine Stelle auf deiner Karte, wo du mit der Suche beginnen kannst. Noch etwas? Eile erhöht die Geschwindigkeit deiner Motoren, lässt aber auch Panik und Motorentemperaturen steigen. Okay. Also eine Fähigkeit. Ist das da drüben? Ein besonderer Fisch? Okay, das ist sehr cool. Also das war normaler Fisch. Uah, was ist das denn für einer? Ein Wirtsaal. Gut, alter Wirtsaal. Ich hätte gerne einen Gewürzaal. Der wäre mir lieber gewesen. Wo soll ich hin? Südosten, also irgendwie hier so in die Richtung. Boah, hier im Meer schwimmen aber auch schon dicke Dinger rum, ne? Aber leider bin ich noch zu kacke dafür.
da ist wieder ein Boot. Gehen wir erstmal hier hin. Ah. Und ich habe Schmuck. Achtung, das Boot hier drüben ist interessant. Yes. Überprüfe den Frachtraum. Du durchsuchst den Frachtraum. Es gibt nur noch ein paar Gegenstände. Ein paar Gegenstände ist richtig gut. Richtig gut. Ach, den kann ich nur hier platzieren. Ist der noch gut? Einfache Angelrute. Einsatzfähig. Ja, das ist eigentlich die, die ich auch habe. Aber der ist ein bisschen schneller als meine, aber... Hm. Beide zusammen sind besser, oder? Okay, sämtliche Schubladen wurden schon durchsucht. Auch alles weg. Cool, ich bekomme eine Notiz. Das war's, mehr gibt's hier nicht. Mehr gibt's hier nicht. Drüben ist noch ein ganzes Städtchen. Ich überlege da mal hinzutuckern. So beginnt es. Mein Unglück. Achtung, jetzt können hier schon irgendwelche Steine wieder aufkommen. Ich hoffe, da hinten kann ich rasten. Rasten und ruhen. Wir haben nicht mal einen Leuchtturm hier. Was ist das da hinten? Wow, Alter, wie der Stein aus dem Nichts wieder kommt, ne? Gut, wir haben es geschafft. Keine Ahnung, was es ist, aber wir werden uns dort erstmal ausruhen. Ahoi! Ein neues Gesicht. Ein Fischer, nehme ich an. Perfekt. Na, wir werden uns sicher gut verstehen. Ich bin eine Reisende und Händlerin. Alles in einem. Solltest du deinen Fisch verkaufen wollen, ich nehme ihn gerne ab und verkaufe ihn in der nächsten Stadt. Ich handle zudem mit einer kleinen Auswahl an Ausrüstung. Du kannst dir meine Sachen gerne durchsehen. Vielleicht ist ja etwas für dich dabei. Komm zu mir, wenn du handeln willst. Ich hole mal die Sachen hier raus. Auf dieser Seite des Bottons kaufe ich den Fisch, den du verkaufen willst. Bei mir kannst du auch Krabbenkörbe erstehen. Okay, hier, zack, mein Fisch. Auch den besonderen, den coolen. Okay, hier kannst du ja alles auf... Ah, das Aufbessern geht auch hier. Ja, das ist ja mega praktisch. Was habe ich denn hier? Metallschrott. Brauche ich noch hier drüben. Einhorn-Diva, was machst du denn hier zu dieser unchristlichen Stunde? Hat die irgendwas Tolles in der Werft? Oh, die hat einen neuen Motor. 15 km/h, 200 Ökos will sie dafür. Dann verkaufe ich den hier, den 10 km/h Motor. Und mach den hier rein. Kabams. Was ist das denn? Veredeltes Metall. Oh, das ist zum Verbessern des Bootes. ...50. Ich will immer noch ozeanisch angeln, aber dafür... Ja, dafür reicht's noch nicht. Dafür brauchen wir erst mehr Platz. Ah. Hallo! Willst du ein bisschen plaudern?
Unterstützung? Sehr gerne. Ich habe Aufzeichnungen darüber gesammelt, wo sich welche Fischarten aufhalten. Die meisten konnte ich auf meinen Reisen finden, aber es gibt da ein paar seltene Arten, die ich bisher vergeblich gesucht habe. Würdest du deine Informationen mit mir teilen? Klar. Großartig. Die Fische, die mir noch fehlen, heißen Riemenfisch, Pelikanaal, Riesen, Tigersalmle und Quastenflosser. Ich weiß schon ein wenig über diese Arten, also kann ich dir vielleicht die Richtung weisen. Was willst du wissen? Gibt es noch etwas, worüber du gerne sprechen möchtest? Nee. Schlafen wir erstmal eine Runde. So, ich bin wieder chillaxed. Ich bin wieder chillaxed bis über beide Ohren. Bah. Eine Makrele, du. Eine Makrele. Ah, come on. So, erstmal hier alles leer geangelt. Geangelt, schwangelt. Ich brauche Schrott. Ganz dringend, ganz viel Schrott. Ich brauche Stoffe. Oh, wow, wow. Alter, was geht denn hier? Ah. Was geht denn? Oh, Alter, ein Upgrade. Ein Upgrade. Oh mein Gott, ist der schwer zu angeln. Ein Heslon-Fisch. Echter Heslon. Oh. Ey, come on. Spiel, don't play with my heart. So. Kann ich direkt wieder verkaufen. Und der Tag ist schon wieder durch. Aber ich kann auch hier Forschung betreiben. Luxus-Außenborder. Zwilling. Oh, den will ich eigentlich haben. Ich will den hier. Da arbeite ich mich ran. Ich brauche einfach ein schnelleres Boot. So, bitteschön, Holdemite. Nehmen Sie meinen ganzen Kram. Die kauft aber keinen Plunder, oder? Komm, hauen wir die Sachen mal ins Lager. Der Mann braucht Platz. So, dann hauen wir uns hier nochmal hin. Ich brauche einfach mehr Schrott. Das ist im Moment das, was wir am allermeisten benötigen, damit wir einfach diese Upgrades mal bekommen. Oh, was bist du denn? Noch ein neuer Fisch. Ui. Der sieht ja spritzig aus. Ja! Nice! Gold Edition. Ah. Immer so knapp. Knapp daneben ist aber halt auch daneben. Wie man so schön sagt, liebe Kinder. Das Spiel ist sehr gut. Ich bin froh, dass ich das spiele. Es macht echt Spaß. Macht halt voll süchtig, ne? Das wäre so ein richtiges Suchtspiel.
Flachwasser. Ey, diese Minigames sind schon echt nice und das Ding ist echt hässlich. Der Steinfisch. Einer geht noch. Oh mein Gott! Was? Alter, what? Ich hab den Goldenen verloren. Warum immer den Goldenen? Ich muss ganz schnell hier ran. Der hat mir den Goldenen rausgezogen. Nee, warte. Alter, 90. Boah, hat er mir den Guten rausgezogen? Der Sack, der Elende, der Drägische. Die ist immer so frustriert. Oh, nein, jetzt muss ich schon wieder diesen Kies bedienen. Hab ich gar keinen Bock drauf. 6 Fische verkauft. Ah, oh, wieder dieser Keystore, der mir wieder seinen Kram andrehen will. Ach, wie lästig. Ah, es wird eigentlich schon wieder dunkel. Noch ein neuer Fisch. Ach, der ist ja süß. Der ist ja süß. Der ist ja putzig. Der ist ja putzig, der Kleine. Ja, schon wieder dark. Gehen wir direkt pennen. Okay, da hinten ist also ein Riesenfisch. Was? Hab ich jetzt ein... Was? Mir ist die Angel kaputt gegangen? Okay. Da platzt mir glatt die Angel weg, du. Was für Reparatur? Du musst dir nicht alles schnappen, was dort draußen, was du dort draußen siehst. Schiffswracks laufen schließlich nicht weg. Naja, sagst du. Sagst du. So, dafür gibt es nicht wirklich viel. Das war mir klar. Es sind ja auch nur kleine Fische. Aber wir pennen eine Runde. So, dann gehen wir mal. Ja, ich brauche halt Schrott. Ich will eigentlich nochmal zurück. Was ist das denn für eine riesige Industrieinsel im Vergleich zu den anderen? What? Ich glaube, da sollte ich lieber nicht reinschwimmen. Ich glaube, das ist keine coole Idee, da reinzuschwimmen. Ich muss mir mehr Licht holen, um weiterzukommen. Ja, ich brauche eine Menge. Das Problem ist, ich brauche eine Menge noch. Aber wir sind ja erst ganz am Anfang quasi. Ich will mir auch mehr Licht holen. Und auch alle weiteren Upgrades. Oh, da hinten sind Delfine. Die würde ich so gerne wegangeln, die Viecher, ne? Schön die Delfine einfach wegangeln. Alles schon am Heulen, aber Kies, die armen kleinen Delfine. Ich angel die sowas von weg. Das ist mir drecksegal. Ich angel die Dinger weg. Auf dieser Insel liegt ein verrotteter Mast, halb bedeckt von Laub. Darunter ein in zwei Teile zerbrochener alter Rumpf. Gut, gehen wir mal rein. Oi, das lohnt sich immer, ne? Die Dinger lohnen sich immer. Endlich, ich habe Stoff gefunden. Yes, baby. Endlich Stoff. Was ist das da drüben? Ah, was ist das für eine unheimliche Melodei? Du näherst dich einer Gestalt mit Kapuze. Ihr Gewand ist nachtblau, das Gesicht kaum zu erkennen.
Fischersmann, bitte hilf! Das raue Flüstern ist neben Wind und Seegang kaum zu hören. Stille den Hunger! Die Gestalt mit Kapuze entrollt ein altes Dokument. Sie zeigt auf ein Bild ganz oben auf dem Blatt. Es scheint sich um eine blaue Makrele zu handeln. Ich habe keine Makrele. Gibt es hier blaue Makrelen? Ich glaube, das sind Flundern, was man hier angeln kann. Ich brauche eine blaue Makrele. Was gibt es da drüben? Reicht nicht. Da waren wieder ozeanische Fische am Werk. Gibt's hier eine Makrele für dich? Ich versuch's, mein Freund, aber es wird schon wieder dunkel. Hadal! Ja, sieht schlecht aus, Kollege. Blaue Makrelen sind geradeaus. Ich komm wieder zurück, Kapuzenmann. Ich komm wieder zurück. Oh, nochmal ein Boot gefunden. Im Moment habe ich eher Interesse an Schrott. What? Oh. So. Dankeschön. Mehr Schrott. Warum kann ich nicht... Jetzt geht's wieder. Noch mehr Schrott. Als her damit. Es ist schon super spät. Warte mal. Boah, da drüben ist noch was, was man angeln kann. Let's go. Ah! Okay, ich bin blind. I can see, I'm going blind. Wow, ich brauche unbedingt mehr Licht. Ich gehe jetzt erstmal da drüben zu dem Dude und penn dort. Das ist auf jeden Fall am nächsten. Was ist das denn für ein Symbol da hinten? Kulte Satanszeichen. Oh nein, meine Lampe fällt aus. Okay, nachts kann man den Stein besuchen. Ich muss es tun. Ich muss die Geheimnisse des Steins finden. So, wir legen die Hand drauf. Eine verstörende Vision. Dunkle Felsen brechen aus der Erde. Sie bohren sich durch Gebäude und Bäume, durch Sand und brechende Wellen, durch die Basal... Was? Durch die Basaltpfeiler dieser Insel. Die neugeborenen Strukturen knistern vor unbekannter Energie. Zwischen ihnen spannen sich purpurne Bögen elektrischer Spannung. Die Erde bebt einmal mehr, dann liegen die Steine still. War das jetzt gut? Oder schlecht? Klang eher schlecht. Achtung. Alright. Ich hau mich mal hin. Schlaf mich kräftig aus. Leo Gangster X. Bester Name der Welt. Dankeschön. Für deinen mega köstlichen Sub. Jetzt gehen wir erstmal heim, meine lieben Kinder. Legen hier an.
Die Leuchtturmwächterin kommt aus dem dunklen Wald, der die Stadt umgibt. Sie kommt auf die Docks. Sie sieht irgendwie verwirrt aus. Hm. Oh, du bist es. Deine Motoren, sie klingen wie... Es tut mir leid, ich habe dein Boot mit dem eines alten Freundes verwechselt. Niedergeschlagen dreht sie sich um und geht zum Leuchtturm zurück. Tja, die Alte kann mich nicht sonderlich gut leiden, ne? Münzen. So. Trockendock. So, ich gönne mir die erste Verbesserung. Angelplätze. Hier brauche ich nichts. Das Licht habe ich auch schon was. Und den Rest müssen wir ins Lager reinwerfen erstmal. Ha. Warte mal. Alter, ich kann mir die bessere Angelspule holen jetzt. Yes, baby. Nice. So, warte mal. Jetzt habe ich diesen Hybrid-Style. Oh, der hat mir ein Buch gegeben. Geil, dann kann ich die hier verkaufen. Und hol mir hier die Hybrid-Style-Angel. Boah. Boah, jetzt habe ich aber gut Geld ausgegeben, du. Jetzt bin ich erstmal wieder plank. Jetzt müssen wir erstmal wieder Geld verdienen, Freunde. So. Schlafen wir. Ey, das ist ja richtig cool. Dr. Eddie. Dankeschön für deinen Raid. Dankeschön. Aber der Mann ist jetzt pleite, aber ich kann jetzt die großen, dicken Barsche angeln. Ich brauche jetzt Geld. Ich muss alles angeln, was geht. Ich muss das Meer leer fischen. Weil ich komplett pleite bin. Blaue Makrele wäre für unseren Kollegen noch was. Alles nehmen. Und das Ding einsammeln. Das nehme ich durch. Lohnt sich. Die alten Angeln habe ich doch ausgebaut. Und ich habe sie doch verkauft. What are you talking? Was für ein lausiges Wetter. Da will man morgens kaum aus den Federn. Aber du und ich, wir müssen durchhalten, was? Wir sorgen dafür, dass die Menschen nicht hungern. Ja, wir sind noble Menschen, du und ich. Wir sind noble Menschen. So, machen wir das Ding hier wieder ganz. Muchas krass. Muchas, muchas. Da hauen wir eine wieder hier hin. So, ich gehe jetzt große Viecher angeln. Die hier nehmen wir auch mit, weil ich brauche jetzt erstmal wieder Bargeld in jeder Form. Bin nämlich voll abgebrannt. Oh, geil. Ein Spezialfisch. Das ist natürlich hot. Alter, wie viel von denen kann ich denn hier rausholen? Ich glaube, jetzt kann ich auch direkt wieder zurückfahren und abliefern. Ja, kann ich. Hex Rose. Dankeschön, Hex Rose. Ihr
Captain muss die Bücher aber auch lesen. Ja, Gott, ich muss sehr viel lesen, Brösel. Oder Bro-Esel? Man weiß es nicht so genau. Kann beides sein. Solltest du je auf die Jagd nach besonderen Arten gehen, konsultiere deine Enzyklopädie. Dort findest du alle nötigen Informationen. Dankeschön. Aber der hier ist nicht so besonders. Na gut, gibt er mir einfach nur Geld. Ne, hier nichts. Ich glaube, ich ruhe mich jetzt nochmal aus. Ich ruhe nochmal eine Runde. Dann geht's wieder los. Ja, da warten wir noch, bis das Ding richtig voll ist. So, wo könnte ich hier nochmal ein bisschen Schrott finden, damit wir endlich mal die Upgrade... Oh ja, das hier. Das hier auf jeden Fall. Boah, Alter, was ist das denn für ein Killer? Krass. Ein Bronzehai habe ich rausgefischt. Ja, geil. Ja, geil, Mann. Ja, gut, brauche ich jetzt im Moment nicht so sehr, aber später wird es ja auch wichtig. Also nimm. Oh, war's das schon. Aber einen schönen dicken Hai habe ich geangelt. Es gibt einen Zeitplan. Findet ihr, hier sollte es sowas wie einen Streamplan geben? Zum Beispiel so wie Knu das macht, dass ich anfangs der Woche einen Plan hinsetze mit allen Spielen, die so eventuell geplant sind und sowas. Findet ihr, sowas wäre das, was man hier braucht? So einen richtigen Streamplan, wo steht das und das Spiel, dann und dann und die Uhrzeit. So ein bisschen wie so ein Fernsehsender. Das wirkt auch irgendwie gleich professioneller, ne? Wird sowieso immer hin und her geschmissen. Ja, das stimmt auch wieder. Aber schmeißt Knu das wirklich hin und her? Die ist doch super fleißig. Die ist doch mehr Roboter als Mensch. Ich glaube, die Lady schmeißt nichts hin und her. Okay, Holz wird benötigt. Holz wird benötigt. Knu fleißig? Habt ihr Knu schon mal nicht arbeiten sehen? Ich kenne die eigentlich nur arbeitend. Also wenn ich jetzt Knu fragen würde, yo, was geht, was machst du? Arbeiten! 1000 Sachen! Ich versuche ja immer professioneller zu sein. Ja, damit der Stream erfolgreicher wird. Das ist halt super schwer für mich. Einen erfolgreichen Stream auf die Beine zu stellen. Damit die Leute hier sich wohlfühlen und sagen, ey, da schalte ich jeden Abend ein. Knu ist meiner Meinung nach ein Cyborg. Oh ne, jetzt werde ich schon wahnsinnig. Oder was kann man hier anlegen? Jo, das geht. Was geht hier? Ach, guck mal hier. Ah. Das, ah, stimmt. Das ist die Insel für die Architektin. Diesen Samstag gehen wir Laser Tag spielen. Das erste Mal, wirklich das allererste Mal, dass meine Freundin und ich was unternehmen ohne Kind. Ja, das ist echt ziemlich geil. Dass wir was unternehmen ohne Kind. Ah, was für ein Luxus. Und am Sonntag habe ich dann Geburtstag. Ich weiß noch nicht, ob ich Sonntag streame. Keine Ahnung.
weil ich habe Geburtstag, aber andererseits, ich muss ja, weil ich muss auch Geld verdienen. Und ich lebe nun mal hier von dem Content, den ich mache. Aber eigentlich bin ich der Meinung... Oh, ein Kelch, ein goldener. Cool. Da werde ich endlich 17, Mann, Leute. Werde ich endlich 17. Ah! So. Geht nochmal eine Runde Schrott. Wir gehen in so einen virtuellen Escape Room. Und wir gehen Laser taggen. Ich hoffe, der virtuelle Escape Room wird geil. Und noch eine Runde. Okay, hier gibt es jede Menge Schrott, aber das kann ich direkt hier drüben abliefern. Wie oft ich meinen 17. feier? Noch nicht oft genug, sagen wir es mal so. Noch nicht oft genug. Oh, das Holz hätte ich aber auch gut für meine Upgrades brauchen können. Das ist alles nötiger... Materialien geliefert. Du solltest die Architektin informieren. So, wir haben die Nummer mit der Architektin gemacht. Hat was von Tetris. Ja, aber ich finde, das Spiel ist ultra geil. Es ist echt Bombe, das Game. Ich weiß nicht, ob es unterhaltsam ist, es anzugucken, aber spielen macht auf jeden Fall Spaß. Oh nein, der Schrott verschwindet, wenn man schläft, ne? Aber hier ist noch was gelandet. Boah, Stoffe. Das brauche ich auf jeden Fall auch. Oh. Alter, Stoff ist schwierig zu angeln. Besonders wenn man hier so abkackt wie ich. Oh, zweimal Stoff ist edel. Und hier ist wieder Metallschrott drin, ne? Ja, aber nehmen wir mit. Obwohl ich Holz benötige. Ich brauche Holz. War das der Schrott, den wir schon eben hatten? Ich persönlich finde es nicht interessant. Ja, Skjord, du findest auch nur... Penis interessant. Skjord würde am liebsten sehen, wie ich hier Penis the Game spiele. Aber Penis the Game ist leider gerade alles, Skjord. Es tut mir voll leid. Oh, da hinten ist ein SOS. Ist das kostenlos? Nee, es kostet Geld. Dann ist es schon wieder uninteressant. Nein, Skjord, es war ein Witz. Es war ein Witz, Skjord, es war ein Witz. Ich weiß doch, dass du Freund bist von anspruchsvoller Unterhaltung. So, warte mal, hier machen wir so. Ich brauche Holz. Oh nee, schon wieder erschöpft. Wie kann Holz denn bitte schön so selten sein? Das ist ein SOS gewesen, aber es wird schon wieder dark. Ich muss zurück für die Upgrades. Was ist das hier? Kann man das looten? Ja, da kann man was rausholen anscheinend. So, schauen wir rein. Oh, Upgrades. Hot. Ja gut, dann muss das Schrott... Metallschrott hier bleiben. Ich krieg nicht alles rein. Metallschrott habe ich eh super viel.
Also wie gesagt, ich finde das Spiel sehr gut. Ja, ich finde das richtig geil. Ich weiß, dass es halt im englischen Bereich auf YouTube extrem gerne von den Leuten angeguckt wird. Aber ich habe es ja schon am Anfang gesagt, in Deutschland ist es so schwer, den Leuten tolle Spiele zu verkaufen. Weil in Deutschland ist meine Einschätzung, wird gefühlt immer und immer und immer und immer wieder dasselbe geguckt. Wenn ich jetzt LOL spielen würde oder CSGO oder sonst irgendwas, dann wäre das wieder das Geilste auf der Welt. Oder Minecraft, weil die Leute halt immer denselben Kram gucken. Das finde ich immer so schade. Im englischen Bereich gibt es da so viel unterschiedlichen Kram, der gefeiert wird. Und wir hocken immer auf diesen alten Kamellen. Aber bis zum geht nicht mehr. So, der Zwillingsmotor. Können wir den schon leisten? Bams. Bams. Bist wieder pleite, du. Nein, das wollte ich gar nicht. Hier habe ich auch nichts. Nee. Was kostet denn der neue Motor? 450, das geht ja sogar fast. Ich verkaufe meine alten. Kann man ihn nicht verkaufen. Schade. Jetzt habe ich den Motor hier. Schade. Gut, ich muss pennen. Du hast es geschafft. Nun. Dann sollte ich wohl keine Zeit verlieren. Es muss weitergehen. Ach, die muss ich auch noch dahin schiffen. Leb wohl, Großmark. Ich verlasse dich. Ich bin froh, dass du schon immer dein eigenes Ding durchgezogen hast. Naja, wenn ich immer nur dieselben Spiele rauf und runter spielen würde, bis zum geht nicht mehr, dann würde ich auch voll den Frust bekommen. Es ist voll ätzend, wenn man dann irgendwie auf einem Spiel hängt und muss es aus Zwang ewig spielen. Das würde ich nur dann machen, wenn das Spiel wirklich Unmengen an Geld abwerfen würde. Zum Beispiel Zombie-Modus. Wenn jede Folge, wirklich jede Folge, safe 200 Euro abwerfen würde, dann würde ich Zombie-Modus spielen, bis ich alt und grau bin. Aber leider ist es halt so nicht. Ja, ja, das sollte genügen. Ich danke dir. Gib mir ein bisschen Zeit, bis hier alles aufgebaut ist. Dann bist du jederzeit willkommen. Sie greift in ihre Werkzeugkiste und holt eine Handvoll Teile heraus. Nimm die hier. Oh, geil. Nice. Nice. Ja, weißt du... Ich gehe auf, Pfälzer kommt. So ist die alte Regel, ne? Ich übernehme die Frühschicht und Pfälzer übernimmt die Spätschicht. Alter, was ist das da hinten? Ruinen und alles. Aber wir wissen ja, es gibt auch riesige Killerfische. Hab ein bisschen Angst. Wow, Alter! Okay, jetzt habe ich wirklich Angst. Kann man den töten? Meine erste Idee, kann man ihn töten? Und da ist er weg. Frage, kann man ihn umbringen? Was ist das denn? Ah. Ein neuer Fisch. Eine Schlangenmakrele. What? Hä? Ich treff's doch genau. Guck, jetzt geht's wieder. Ey, ab und zu. Jetzt angel ich den hier easy weg.
der braucht aber auch gut Platz. Und hier noch eine Reihe von diesen Schlangenmakrelen. Eine geht noch. So. Jetzt habe ich keine andere Wahl. Ich muss da drüben hin. Oh nö, es ist dunkel. Was ist das für eine Sekteninsel da hinten? Oder habe ich sonst noch irgendwo Land? Nicht wirklich. Ich brauche mehr Licht, Freunde. Ich brauche unbedingt mehr Licht. Was ist das denn hier? Vulkanisch. Wow, ich werd... No. Ich werd verflucht, verhext. Die Seemeerhexen lachen über mich und wollen meinen Tod. Alter, was ist das für eine Satansinsel? Ein Mann erwartet dich am Dock. Er stemmt sich gegen Wind und Gischt. Oh, welch wunderbarer Tag. Ein neuer Jünger wird an meine Gestade getrieben. Komm an Land, schwaches Menschlein, und ruh dich. Und ruhe deine müde Seele aus. Ich bin auf der Durchreise. Unsinn! Deine Ankunft ist eine wahre Fügung. Ich habe gerufen und jetzt kommst du als Antwort. Der Ritus der Läuterung steht kurz bevor und du wirst mein Nachfolger sein. Deine Prüfung beginnt sofort. Sag mir, was sucht deine Seele? Glück? Ha! Nichts ein als eine faule Ausrede, um nicht nach höherem streben zu müssen. Das Glück ist per Definition ein Kompromiss. Und dein Fleisch? Wonach verlangt es? Die Kälte des Wassers. Ich kann es spüren, was unter deiner Oberfläche wartet. Endlich! Was verdient die Welt? Nichts. Genau. Und trotz all dem bleibt es ein endloses Nehmen, ohne zu geben. Doch zu spät wird es sein, um das Ausmaß unserer Gier zu erkennen. Die Prüfung ist abgeschlossen. Du hast noch viel zu lernen. Aber dieses Wissen wird dir bei Zeiten zuteil. Nun denn, deine Aufgabe als mein Jünger ist es, als Botschafter der Läuterung zu agieren, genau wie ich es früher tat. Und in den nahen Spitzen lodert ein ewiges Feuer. Doch die Herdstätten der drei Idole liegen leer und unfruchtbar da. Beschaffe die drei ungründlichen Flammen von den Felsen hinter uns und entzünde die Tiegel. Besuche die Schreine der Tiefe. Ich werde sie markieren. Sie werden dir weiteren Rat bieten. Und ich bin aus der Verantwortung entlassen. Okay, was für ein Irrer. Was für ein irrer Freak. Aber der nimmt nichts an, ne? Psst, hey. Okay, Statuen. Dankeschön für die mega krass erotischen Bits. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Was ist das hier? Oh. Genau, was ich immer benötige. Nämlich Stoffe. Ich habe Angst, hier zu sein. Das ist voll bedrohlich. Was ist das für eine Kreatur? Vulkanische Ströme da unten. Ich habe ein wenig Angst. Ich glaube, da hinten ist irgendwo ein Monster. Holz wäre halt wieder mega hot, aber ich finde nie Holz. Vulkanisch. Mangroven und Küstennähe.
Vulkanisch und Flachwasser. Noch die Reste hier von dem Stoff. Man braucht's. So. Oh Mann, was ist das denn? Oh, Holz! Aber ich habe keinen Platz. Eine alte Brille habe ich noch gefunden. Hier ist noch Holz. Ich brauche das Holz. Das brauche ich unbedingt. Ja, Dark and Darker kannst du vergessen, Bro. Das ist durch. Das kannst du vergessen. Die Dark and Darker Zeiten. Zustand verdorben. Oh, der ist schon verdorben. Wie schnell das geht. Die Dark and Darker Zeiten sind over, mein Freund. Das ist weg. Ich glaube nicht, dass wir das nochmal sehen werden. Tja, Dark and Darker war einfach zu gut, um wahr zu sein, ha? Huh? Oh, ey. Jetzt ist gerade der Wurm drin. Ich darf den Chat nicht lesen bei den Minispielen. Der Chat ist schuld. Der Chat ist schuld, YouTube. Zwei Holz. Das, da bin ich schon richtig happy drüber. Das gibt's hier wahrscheinlich nur Schrott, ne? Ach, nee. Das ist ja schon wieder dark. Okay, wir ruhen es dann nochmal aus, dann gehen wir zurück und verkaufen den Lagerfisch, den hässlichen. Weißt du, für euch ist es vielleicht gut, dass Dark and Darker für immer verschwunden ist von der Bildfläche, aber für Menschen wie mich ist das ein herber Schlag, denn ich habe gedacht, ich werde Dark and Darker Profispieler. Ich habe meine Karriere in Dark and Darker gesehen. Ich habe schon zu meiner Familie gesagt, Leute, habt keine Angst mehr. Ich weiß... Spenden und so läuft total schwach. YouTube-Einnahmen droppen von Tag zu Tag. Aber ich kann jetzt offiziell Dark and Darker Profispieler werden. Sieht gut aus. Und meine Familie so, ja, wir müssen keinen Hunger mehr leiden. Vater wird uns endlich wieder regelmäßig Essen geben. Ja. Das Ergebnis? Kritisch. Kritisch, kritisch, kritisch. Das war's dann mit meiner Dark and Darker Karriere. Denn die ist dark. Ist das Schrott oder Fische? Schrott. Aber ich brauch Holz. Mann, ich brauch doch nur Holz. Geh mir weg mit dem anderen Kram. Da drüben ist ein SOS. Nee, ich will heim. Ich will mein Schiff ausbauen. Und die Bücher müssen wir auch noch lesen. It's so much work to do. Das Ding ist leer geplündert. Da gibt's nichts. Was ist das hier? Ich glaube ein Schatz. Ja, leider nur ein Schatz. Die müssen wir auch mal alle verkaufen. Haben wir auch noch voll viel Zeug. Wahrscheinlich gibt es ganz gut Geld, wenn wir die alle erstmal abstoßen. Wo ist der Leuchtturm? Da. Ja, mit Dark and Darker jetzt mal Witz beiseite, ist echt ein herber Verlust. Oh, die sind verschwunden.
Wahrscheinlich, weil es Nacht ist. Es waren nur Tagfische. Oh, da drüben leuchtet was. Alles nehmen. Und das Ding hier einsammeln. Aber ich will hier noch angeln. Bams. Bams. Hier gibt es einen Mutantenfisch wahrscheinlich. Yes. Nice. So. Here we go. Ach, der hat er die auch aus dem Lager verkauft? Nee, das ist Fäulnis. Nimmt der die oder... Nimmst du die? In Stadium alles Lebendigen, okay. Das ist also einfach nur Müll. Schade. Da habe ich gutes Geld verschenkt. So. Ah, und jetzt wird es nochmal richtig intens. Aber dann habe ich endlich mehr Platz. Habe ich endlich mehr Platz, Friendos. Endlich mehr Platz. Darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Ach, Moment. Egal, warte, wir können gleich den hier noch einsammeln. Wir brauchen ja wieder ein bisschen Geld, alles nehmen. Und, ich glaube, einsammeln nimmt das eh mit. Ich muss das nächste Mal einsammeln drücken. So, let's angel. Danke. Danke. Und ein goldener. So, dann rudern wir mal zurück. Ich weiß nicht, wie du das jeden Tag schaffst. Ich mit meinen alten Knochen wäre auf hoher See verloren. Ja, das wärst du. Aber ich bin halt ein geiler Mother F. Ich bin halt ein richtig geiler Mother F. Wieso werde ich mich ärgern mit dem Schmuck? Der ist doch nur zum Verkaufen da, oder sehe ich das falsch? Der alte Sack da drüben will das doch haben. Der hier. Willkommen! Hast du etwas Interessantes gefunden? Ja. Das ist doch nur wertloser Plunder hier. Nimm meinen alten Gammelschmuck. So. Alright. Holen wir nochmal ein paar Fische rein. Boom! Yes! Alright. Die Bronzeschale war doch für den Vater? Echt jetzt? Nee, das war doch gar nicht... Das war doch nur ein Ring. Oh, nö! Habe ich die Schnalle aus Versehen verkauft? Oh nein! Warum hat er die auch verkauft? Was? Warum ist sowas verkaufbar? Kann ich das zurückkaufen? Painful Life, Dankeschön für den Gifted Sub. Oh, das ist ärgerlich.
Kann man die zurückkaufen? Ey, yo, verkaufst du die Sachen noch wieder? Nee, einmal verkauft ist verkauft, ha, du Sack. Wieso kann man Questgegenstände verkaufen? Was ist denn los mit dem Spiel? Das ist ja richtig ekelhaft. Das ist ja richtig, richtig unangenehm. Wow, ich hab Mutant. Geil. Und noch ein Güldener. Nice. Trophäe gefangen. Krass. Da, jetzt können wir das Spiel leider nicht mehr durchspielen. Sollen wir das Projekt abbrechen? Was meint der YouTube? Küstennähe, Küstennähe. Projekt abbrechen und nie wieder spielen. Okay, hab verstanden. So, ich habe meine Finanzen wieder ein bisschen aufgewertet. Was haben wir hier schön? Das ist wahrscheinlich ein Hai, oder? Yes, das war schon ein Hai am Ende. Ich brauche Geld, weil ich muss da oben von der Ollen, die so einen Allzweckmarkt hat. Da muss ich dringend diese Metallplatte abkaufen. Ganz, ganz wichtig, dass wir die uns jetzt holen. Ganz super doll wichtig. Auf dem Weg hin nehmen wir noch mal ein bisschen Geld mit. Ich bin eigentlich schon wieder voll. Gut, fahren wir hin. Wo war das? Das war hier, glaube ich, oder? Irgendwie so hier in die Richtung. Ja, hier müssen wir hin. Erstmal finster unchristlich heizen gehen. So, frischer Fisch. Gierig. Bam, ist noch ein bisschen Geld geholt. So, und jetzt kostet das auch nochmal ein Vermögen. Na. Ja. Öcken. Aber da ist es. Jetzt brauche ich nur noch Holz. Und Geld. Holz und Geld. Immer dasselbe. Holz und Geld. Darum dreht sich's im Leben, liebe Kinder. Bah, Alter. Wieder so ein Freakfisch. Das sind die besten.
Noch ein Freakfisch. Nee, ist normaler. Neuer Fisch. Aber hier Fang des Tages mäßig. Und ein Mutant. Jetzt wieder schnell zurück. Hoffentlich kommt kein Stein jetzt direkt vor mir. Meine Fische sind alle weg. Das wäre nämlich sehr unschön. So, bitteschön. Und dann penne ich hier eine Runde. Hier gibt es nicht zufällig noch ein bisschen Restholz irgendwie, was so einfach rumliegt. Warum ist Holz denn so verflucht selten? Ich meine Holz. Könntest du verstehen, wenn es Diamanten wären. Aber Holz? Gib mir Holz, Baby. Na gut. Das ist ganz nett. Oh, da vorne ist Holz. Vorsicht, hier ist irgendwo dieser riesige Killerfisch. Ich glaube, da hinten habe ich sogar seinen Bommel gesehen. Das ist doch so ein Anglerfisch oder sowas, ne? Komm schon, ich brauche das Holz. Es ist zu wichtig. Ich darf jetzt auf gar keinen Fall draufgehen. Für das Upgrade. Boah, nochmal Holz. Nice. Nice. Riss mich? Ja, nicht. Ich glaube nicht, dass die Mutantenfische zwingend zu dem alten Fischermann müssen. Weil wir haben jetzt schon welche bei ihm verkauft, da gab es auch noch Geld. Also von daher. I don't think so. Ja. Ja. Weißt du was? Ich werf das mal zurück. Okay. Moment. So. Geht doch. Boah, und jetzt wäre ich beinahe gegen die Felsen geschwommen. Das wäre zu mies. So. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich will den Stock. Alter, ich habe genau die 3 Holz, die ich benötige. Und das Geld habe ich auch genau. Und damit haben wir den verbesserten Rumpf. Und jetzt arbeiten wir uns hier hin. Oh, das Ding sieht sogar anders aus, ne? Das Ding sieht ja sogar anders aus. Ach, warte, wir wollen ja pennen. So, dann pennen wir mal. Gut, das
war es jetzt aber. Das war es jetzt aber. Mit dieser Runde. Ihr YouTube-Menschen, ihr wisst, was ihr tun müsst. Und zwar bewerten und kommentieren. Es ist so unfassbar wichtig. Großartiges Spiel. Beim nächsten Mal geht's weiter. Danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.